Nein, 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 häng nicht, häng nicht, häng. Nein. Scheiße. Aber wie zum Teufel kriegen wir den Mann da weg? Das ist jetzt irgendwie ein Rätsel für mich selbst auch. Oder wir können jetzt genau mal zu Sebastian und stehlen da diesen Scheißschlüssel. Endlich, Ende aus, am besten. Ansonsten. Keine Ahnung, was wir. Ich finde es irgendwie gerade ein bisschen blöde, die Situation. Ich bin kein Schmied. Jo, eben blöd. Hm? Naja. Ich finde es blöd, dass man hier wirklich das Ding kaufen muss, den Skill zum Schmieden oder so. Aber, man kann ihn leider nicht verbessern. So. Meine, Sagung hier. Hallo, guten Abend, Sir. Vorsicht, Bursche. Mach hier keinen Ärger. Wir beobachten dich. Na und? Ich mach immer Ärger. Hört man hier denn nie seine... Ach, du schläfst wohl nie, was? Nein, ich schlaf gar nicht. So wichtig kann das doch nicht sein. So gut bin ich auch nicht. Diebeskunst 35, du meine Räume. Was haben wir denn hier? Charakter. Talente. Diebeskunst 20. Ich glaube, da müssen wir wirklich. Wie viel? 2000. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen auf. Ja, verkaufen. Und, nee, nicht verkaufen, sondern kaufen. In dem Sinne, die Skill Points kaufen. Aber wie zum Teufel kriegen wir dann mehr Geld dran? Gerade nicht. Gerade nicht. Hä, da ist weg. F5. Und los. Nein. Guten Abend. Wenn er weg ist, ist ja toll. Müssen nur warten, bis der ganz wieder umkehrt. Wenn er mal umkehrt. Gut, er kehrt um. Kehr um! Und jetzt bitte links, links, links bitte. Oder nach unten, ist mir eigentlich wurscht. Es soll uns einfach niemand dabei sehen. So sehe ich das jetzt gerade. Oh, niemand? Super. Hätten wir das schon eigentlich fast geschafft. Aber ich glaube, die letzte da wird noch ein bisschen schwieriger sein. Bleibt niemand zu sehen, gut. Und da kommt jetzt einer hoch oder runter, dann werde ich ihn so richtig hineinmetzeln, dass er niemand leben kann. So. Wie viel Ruhm haben wir denn? 2000? Hallo, bring mir was bei, Schöne. Was willst du denn lernen? Schmerztöter? Einzuschüchtern. Cool, sicher. Ja, Schussverletzung noch besser wegstecken. Also, nee. Klingenhärte einschüchtern. Was haben wir da? Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen verpeilt bin. Ich bin wirklich sehr verpeilt gerade. Charakter, das ist Diebesgunst. Heißt Gerissenheit. Wir können den Scheiß aber noch nicht. Ja, oh, 4000. Scheiße nochmals. Halbstiefel. Liebeskunst. Das Talent Diebeskunst ist die Voraussetzung zum Öffnen von Schlössern und bestimmten.
bestimmt den Erfolg von Taschendiebstahl. Sowohl Schlossergang als auch Taschendiebstahl müssen erst als Fähigkeit erlernt werden. Dieb, was? Taschendieb, habe ich? Schlösser knacken, wo kann man den Scheiß freischalten? Gerissenheit 4, habe ich. Wenn du einen Lehrer findest, der sie dir beibringt, du musst dazu eine nötige Voraussetzung erfüllen. Die Voraussetzung habe ich erfüllt? Weil ich mich auf einer anderen Insel befinde, na, tolle Wurst. Vielleicht gibt's hier so einen Lehrer. Yalla, yalla. Naja, yalla, 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 haben wir schon gesehen. Au, Tonka. Dafür bin ich nicht gut genug. Au. Okay, ich muss dem nach. Wo ist der andere? Die ganze Zeit hallo. Oh, Tawonga. Nette Ausbeute. Oh. Und so bei denen geht's. Wer da? Mehr ist nicht zu holen. Ulele. Burgaganus können wir schon verkaufen. Einen Rum will ich noch behalten. Eine Fackel können wir verkaufen. Das stimmt schon. Scheiß Muscheln schon wieder. Okay, Ende. Die können wir einfach so öffnen. So sind sie. Naja, so bin ich. Wo ist der andere? Ah, da stimmt. Geht's dir jetzt besser? Ich bin fertig mit dir, Gucho. Verschwinde und komm nicht wieder. Der andere ist ja tot. Wann kann Shani zurückkommen? Wenn die Hike vergessen haben, dass sie sich ihrem Chaka widersetzt hat. Ist das nicht ein wenig hart? Ono, so verlangt es die Tradition. Chani ist klug. Sie wird das Richtige tun. Aha, na dann. Ich kenne kein Rezept. Musst halt eins kaufen, mein lieber Herr. Hoshi, Tawonga. Naja, Hoshi auch, du Eumel. Ansonsten haben wir hier... Trappelst wie ein Gorilla. Du hast Tahana befreit. Keine große Sache. Das wird den Blaurücken nicht gefallen. Damit kann ich leben. Du hast dich entschieden, Freund der Shaganumbi zu sein. Shaganumbi Tufas Tawonga, Hoshi. Die Jäger der Shaganumbi danken dir, Freund. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Chi, was willst du wissen? Klingen, nee, gar nichts. Zeig mir, was du anzubieten hast. Kiefermeißel, ach du heilige Scheiße nochmals. Knochensäge, Jaguarherz, Auge, Zähne, Ohr. Nicht mein Ding, ehrlich, sorry, aber die Ausbeute ist nicht so mein. Au, Tomka. Geh, yalla, yalla. Ach, dann eben. Wir waren da. Tempel der Erde. Sind da vielleicht noch ein paar? Ah, schau mal an. Schwedelblüte. Wir gehen noch mal irgendwie nochmals rein, um wirklich nachzusehen. Kann ja sein, dass da irgendwas noch... Oh. Hey! Das ist das Ding. Scheiß. Ah, vielleicht können wir das Ding noch verkaufen. Alles mitnehmen, wir können es sicherlich gut gebrauchen. Was hat das denn sein Kopf hier? Hm.
Ansonsten zählt niemand mehr, oder? Oder bin ich nur zu blöde? Ich glaube, ich bin nur zu blöde. Ich geh mal da rein, da oben irgendwie rein. Wird schon niemand merken. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ne, dann blöde. Mach dir eben kurz Fleisch. Guten Abend. Düstere Stimmung. Ja, mir geht's da ziemlich weit tief hinein. Da muss ich sagen, sehr schön, sehr schön. Das wollte ich nicht gerade, aber na gut, dann machen wir halt diesen Scheiß hier. Geh mal rein in die Tiefe. Wir betreten jetzt unerlaubtes Befugnis. Haben wir überhaupt... Nee, scheiße. Na gut. Sarkophag, mal einfach mal aufmachen. Oh, keine Ahnung. Oh, was haben wir hier drin? Ein Idol und ein bisschen Smaragdos. Na dann, auf! Nächster Sarkophag. Sind ja nur 3000 Jahre alt oder so, aber na gut. Schmuck des Krieges und ein Jadestein. Oh. Mir fehlt das passende Ding dafür. Ja, das passende Ding holst du jetzt von dieser hier. Von diesem Sarkophag jetzt. Ein scheiß Idol noch, wenn wir hier finden. Ja. Und gibt's hier noch was Schönes? Irgendwie. Ne, hier kommen wir wieder raus. Okay, wir gehen jetzt. Mal da rein. Vielleicht wird's was Schönes in der Art geben. Aber, naja. Ich will mich nicht verlassen. Verlass mich nicht. Ich halte mal Abstand hier. Wurde erstellt. Wir haben also einen Spielstand. Oh, du heilige Makrele. Hallo? Wie geht's denn so? Ansonsten können wir hier nichts machen, oder? Irgendwie scheint es mir unheimlich in dieser Gruft zu sein. Leer. Na gut, dann haben wir jetzt das mal weggeräumt. Gut, dass wir hier mal ein bisschen reingegangen sind. Denn wir haben jetzt mehr Kacke zu verkaufen, als wir tragen können. Und die Musik, die ist echt unheimlich. Gehen wieder raus. Ja, frische Luft. Ah, was ist denn das? Ah. Nur irgendwas, das wir nicht gebrauchen können. Wir gehen jetzt mal kurz raus, die Speere noch holen und dann können wir vielleicht wieder ins Städtchen gehen mit diesen. Ja, komm, die nehmen wir mal mit dir. Die können wir verkaufen für 2 Milliarden Dollar, Euro, Schweizer Franken, Pfund. Was gibt's denn sonst noch? Yen. Russische Währung. Polen? Naja. Hier hat's noch Stöcke. Die können wir hier brauchen. Die nehmen wir natürlich mit. Die können wir vielleicht für ein bisschen Kohle verscherbern. Na dann. Ein Speer. Ja, hab's gewusst. So. Sag mal, wie hast du meinen kleinen Helden eigentlich kennengelernt, hm? Ganz einfach. Wir haben gebumst und dann, naja. Hier hast du noch eine Flasche. Danke. Lass uns handeln. Also gut, Kapermesser ist... Oh, schlechter. Speer. Prisennehmer. Hiebwaffen. Schmuck des Kriegers.
So, in dieser Folge haben wir heute schon sehr, sehr viel erlebt. Aber was wir alles noch machen können und tun können in dieser fabelhaften Welt von Risen 2 The Dark Waters, wird uns nicht unterkriegen. Denn wir werden weiterkämpfen, weiterkommen und weiter Schätze plündern, die uns, nein, nicht das Leben kosten werden, aber auf jeden Fall uns auf Trab halten werden. Und wie es dann weitergeht mit den spannenden Abenteuern in der Fantasiewelt von Risen 2 und unseren Helden. Das, liebe Leute, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode, wenn sie da heißt Risen 2 The Dark Waters.